So, liebe Freunde, hier ist Stock Nummer 2. Wir haben gerade irgendwie auf dem Supercharger übernachten. In den Boys, da mit einem anderen Model 3. Kann einmal das sein. Schlafen wir auch da hinten. Mega cool. Inzwischen über die ganze Nacht über die Luftmatratze im Auto, die Luftausgang. Jetzt machen wir mal langsam auf und heute fahren wir nach Hamburg brunchen. Auf geht's. Oh, was passiert heute? Was passiert heute? Was passiert heute? Also wir gehen ein bisschen lauter fahren. Warte mal, wir fahren ja nach Norwegen. Ja, sicher. Sicher. Ah, fast okay, vergessen. Okay, auf geht's, hier uns anpacken. Hopp, hopp, hopp. Oh. Also der Zollpolizeidienst hat da auch gehalten. Also sie sind gerade davor. Es hat oben Polizei, Zoll, follow me, folgen. Jetzt hast du eigentlich zu ordentlich sicher, dass wir Italienisch reden. Und jetzt merkt das perfekte Hochdeutsch aus. Und dann haben wir sicher schon mal verstanden. Wir müssen vielleicht nicht einmal den Koffer raushauen. Die Zollkontrolle durch, jetzt haben sie uns da alles ausraum gelassen. Also richtig zahlen, da ist der Hund dreimal durchgegangen und alles. Das war jetzt der offizielle Beweis, dass das Tesla das perfekte Schmuggelauto ist. Ja. Sie haben vorne in Frankreich gecheckt. Vorne, ihr könnt alles drin haben, ihr könnt vorne 20, bei den vorne könnt 130 Kilo Koks drin haben. Und sie hat das nicht gemacht. So kann das nicht auch funktionieren. Du aus? Ja, nein. So. So, liebe Freunde. Jetzt haben wir hier ein Frühstückchen gegessen. Jetzt gehen wir parat drüber. Nein, gehen wir nicht. Kommt bei einer. Weiter, geht es auf. Jetzt gehen wir da hinten um. Bürgerlich, da gibt es anscheinend so einen Burger. Dann will ich normal essen, weil ich kann nicht einmal Frühstück in der Früh. Wo ist denn der? Leute, wir haben gerade ausgefunden, da sind mega viele Solarplatten die ganze Zeit. Jetzt haben wir es auf dem Navi schon umgeschaut, jetzt links und rechts, da haben wir Solarplatten, das Zauge senk, warte gleich. Okay. Ah! Mega viele Solarplatten. Logisch. Zack, zack, zack. Da draußen sind sie überall. Rechts an, rechts an. Rechts an, schau, rechts. Was? Überall Solar. So, jetzt haben wir da oben einen Tolt, nicht? So, schauen wir mal. Speed Transition, gerade auch nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Da haben wir einfach wirklich ein Haus mitgenommen. Liebe Freunde, jetzt sind wir da auf dem Supercharger gefahren vor der Küste zu Norwegen, also halt die Küste der Dänemark, jetzt fahren wir nach Norwegen. Alle Fähren waren ausgebucht, irgendwie haben wir es da richten, jetzt noch eine Fähre zu buchen, keine Ahnung. Schauen wir mal, was passiert. Bis 211 Euro, also über 50 Euro Kopf, aber hey, schon okay, ist ja ein bisschen teurer wie normal, also geht schon. Fährt ein Auto vorbei, ich weiß es nicht, Scheiden ausgezogen. Subscribe to PewDiePie. Subscribe to PewDiePie, voll erkannt. Schmecken tut's gut. Ja, ist ja gut. Mahlzeit.
Um 10:30 ist das Späteste, wo du Check-in machen kannst. Wir sind schnell angefahren, zum Typ rein, zu Fuß. Also, nein, wir müssen noch mit dem Auto her. Voll hergedüst, aber da stehen noch 100 Autos, also wahrscheinlich wird es schon mal klappen. Sag mal, liegst du da noch? Top. Und jetzt hoffen wir, dass es geht. Jetzt warten wir da vor der Fähre. Die Fähre schneidet mich schon mal um. Bam! La única fisura real de un plan. Die einzige Möglichkeit, auf das Schiff zu kommen, ist auf den Eingang. Erster Sand. Erster Sand. Komm, heiß haben wir schon. Heiß haben wir? Ja. Na. Ja, ja. Ja, ja. Mittlerweile sind wir da auf dem Schiff da umgekommen. Das haben wir gerade. Mein Laptop ist jetzt leer, da kann ich stecken. Sein Laptop ist auch gleich leer. Nicht. Mehr passiert nicht. Ich weiß gar nicht, was man auf internationalen Gewässern als Tieren kann. Was, man kann einfach so viel Tieren. So, liebe Freunde, so kauft man einfach zwischen Dänemark und Norwegen. Auf internationalen Gewässern kann man jemand umdrehen gehen. Es gibt keine Regeln da. So. Das soll eigentlich sagen, was man denkt, wenn man keine Tischregeln hat. So essen. Jetzt schaukst du da mal, he? Was soll man denkt, wenn man keine Tischregeln hat, man kann nicht gleich so essen. Man kann auch so. Genau, das lassen wir. Wenn man auf internationalen Gewässern ist, kann man sich alles erlauben. Um bei den Mails ein bisschen umzukommen, muss man halt sein 5000 Euro MacBook auspacken. Und dann einmal ein bisschen ein Essay schreiben. Das soll ich sagen, was man auf internationaler Gewässer tun kann. Anders gehen. Leute, wenn man auf internationaler Gewässer ist, kann man nicht mit der Kamera filmen. Dann filmst du auch so. Kannst du einfach Brot in den Kühlschrank tun oder so? Oder hast du die Milch in die Schüssel tun und dann ist Müsli? Das ist schon wild.